Frischer Spargel ist von April bis Juni das begehrteste Saisongemüse. Im Jahr 2018 wurden in Deutschland pro Kopf gut 1,4 Kilo frischer Spargel verbraucht. Spargel ist die Gemüseart mit der größten Anbaufläche in Deutschland. 2018 wurden auf rund 23.400 Hektar Spargel angebaut. Das entspricht fast 20% der deutschen Anbaufläche von Gemüse im Freiland. Über 50% der Spargelanbaufläche entfällt auf NRW, Niedersachsen und Brandenburg. 2018 wurden in Deutschland insgesamt 133 Tonnen Spargel geerntet. Rund 4,6% davon stammen aus ökologischem Anbau. Doch woher kommt der Spargel? Am Anfang steht die Saat. Gut 14 Samenkörner werden auf einem Meter gesät. Werden die Spargelwurzeln maschinell gerodet. In diesem Fall werden direkt drei Reihen gerodet. Die Wurzeln laufen über verschiedene Transportbänder, damit der Sand abfallen kann. Und anschließend werden die Wurzeln in Kisten gefüllt. Anschließend werden die Wurzeln gesäubert, sortiert und nach Kundenwunsch verpackt. Bis Ende April werden die Wurzeln dann wieder eingepflanzt. Dieses passiert meistens über halbautomatisierte Arbeitsgänge. Alle 33 cm wird eine Wurzel auf einer Tiefe von 15 bis 20 cm gepflanzt. In einem Jahr stehen die Pflanzen für eine Zeit von 7 bis 10 Jahren an dieser Stelle. In jedem Frühjahr sind sie dann ein Garant für eine gute Ernte. Bei 30.000 Pflanzen pro Hektar Spargel werden jährlich ca. 8 bis 10 Tonnen Spargel geerntet. Übrigens, das Speicherorgan des Spargels liegt unter der Erde und bildet über die Jahre bis zu 3 Meter lange Wurzeln. Der gestochene Spargel wird anschließend innerhalb von maximal 2 Stunden nach der Ernte auf etwa 2 Grad Celsius heruntergekühlt, da sich Bleichspargel sonst rosa verfärbt und die Stangen am unteren Ende verholzen. Dazu werden die Erntekisten im Betrieb in kaltes Wasser getaucht oder mit kaltem Wasser befüllt, wobei sich der Schmutz ablöst. Danach wird der Spargel gewaschen, sortiert und zum Kunden transportiert. Anschließend wird der Spargel dann zu vielerlei Köstlichkeiten weiterverarbeitet.